Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76, wo ein Vernichterbot nicht weiß, wo sein Platz ist. Und natürlich mit der reizenden Assistentin. Ein Fisch. Okay. Ist schon wieder Fische. So, dann machen wir hier mal Armee auf Abwiegen, wolltest du machen. Für mich ist die Tür zu. Okay. Unser Konvoi war unterwegs, um wichtige Prototypen robotischer Waffen zu sichern. Muss mal gucken, wie sie... Nein, ich komme hier nicht durch! Bei diesen Bots handelt es sich um wichtige militärische Ausrüstung. Achtung, sie sind verschwunden. Der Flüchtling sollte als bewaffnete und gefährlich betrachtet werden. Genau, die Bots wandern hier irgendwo auf dem Land herum. Haben schon die erste Welle fertig gemacht. Sie sind äußerst gefährlich. Bilden Sie einen Verteidigungsperimeter und warten Sie auf Ihre Ankunft. Ich fahre herunter, um Energie zu sparen und meine internen Prozessoren vor weiterer Überhitzung zu bewahren. Machen Sie ohne mich weiter. Das ist Ihre Chance, Uncle Sam zu zeigen, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Viel Erfolg. Lassen Sie sich einfach anhalten. So, kommst du freiwillig oder müssen wir noch nachhelfen? So, den da hinten noch. Naja. Das ist der letzte. Ende im Gelände. Juhu. Juhu? Wieso sagst du jetzt Juhu, Mausi? Darf ich nicht? Doch. Darf ich keine Juhu sagen? Doch. Aber das muss doch einen Grund haben, warum du Juhu sagst. Nee. Muss immer alles einen Grund haben. Ja. Das ist alles wissenschaftlich begründet. So, wo hat's Po gemacht? Po hat's hier gemacht. Hoffe ich mal. Wenn ich den kratze ich dich gleich auf. So, ich muss jetzt Po machen, indem ich jetzt meine DNS abgebe. Ja. Und ich muss noch mal Po aufs Toilette. Schon wieder? Ja, ich sag ja Punkelwasser. Nee, du bist heute jetzt schon dreimal in der ganzen Session auf Klo gerannt. Nee, das ist das zweite Mal. Okay. Und was ist davor in der Aufnahme? Pause? Jetzt werde ich ganz böse angeguckt. Trink dein ACE-Saft. Oder dein Multivitamin. Oder dein Punkelwasser. Auf das du ganz viel punkeln tust. Spült durch. Spült durch. Da wollte ich auch gleich hin. Nee, jetzt bin ich aber zuerst da. So, erstmal Zellen abgeben. Terminal. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. So, rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen. Blei nehmen wir auch noch mal mit. Ein paar Gewichte. Ja, wo wolltest du denn hin? Ich hab dich gesehen. Ach, da ist er hin. Versteckt er sich hier? Gibt's doch nicht. So, wie viel haben wir denn noch? Boah. Immer noch nicht rausgeschossen.
gut. Weil jetzt die ganze Zeit mit Plasma-Caster gespielt hier. So, dann haben wir das. Dann gehen wir da... Oh, nee. Das muss gemacht werden. Ein Klatsch muss gemacht werden. Auch wenn ich da ein bisschen was anderes Kalibriges nehmen muss. Muss ich den großen Bruder davon nehmen. Red Rocket. Jetzt geht mir der Spruch nicht mehr aus dem Kopf. Du hast es geschafft, Maus. Naja. An alle Feuerteufel. Hier ist Larkin mit einem Prioritäten. Und auch fliegen für euch. Wir haben einen weiteren Untersuchungsplan, die ist schon weg. Die wurde draußen beim Airship entdeckt. Diese Dinger sind perfekt zum Verwerten. Allerdings müsst ihr schnell und hart zuschlagen, wenn ihr sie erledigen wollt. Seid vorsichtig, da der Lärm oft ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Passt auf euch auf. Viel Glück. Und versucht. Klar, die ist schon weg. Die ist nicht mehr da. Oder siehst du hier noch irgendwo das Event? Gerade drauf gespawnt. Kennst du gar nicht. Was habe ich dir für einen Ohrwurm gemacht? Red Rocket. Aha. Hat sie Fliegenklatsch gemacht? Ja, ohne mich. Hat noch nicht mal Bescheid gesagt. Ganz dünnes Eis, Schatzi. Wieso ganz dünnes Eis? Wie dünn ist das Eis? Und schmeckt es im Sommer auch lecker? Nein. Ah, schade. Schmeckt nach Pipi. Hast du es probiert, ja? Ich hab's produziert. Du hast es produziert, noch schlimmer. Irgendwann muss hier wieder ein Pipi-Pannes. Ja, den habe ich schon eingesackt. Hab ihn aufgegessen. Hat lecker geschmeckt. Und jetzt bin ich der Piep, Hannes. Jetzt piep ich immer in deiner Nähe. Piep, piep. Piep, piep. Piep, piep. Piep, piep. Piep, piep. Das war schon längst nicht mehr in der Nähe. Ja, das wird über Funk übertragen. Ich hab mein Funkgerät zerstört. Du hast ein unkaputtbares Funkgerät. Das glaubst du ja selbst. Und ich habe die Lautsprecher gehackt. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Aber so weit von. Nee, du hast kein Hirn gefressen. Ich habe eine Intelligenzwackelpuppe gegessen. Reicht. Nee, hilft nicht. Doch. Nee. Plus Gehirn. Nee. Doch. Nee. Da kannst du nichts gegen sagen. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ist das bescheuert oder was? Ja. Ein kleiner Stinkbot. So, nächste Quest fertig. Guten alten Befreier hier. So, alle Hubs. Ja, könnte heute sogar noch gut was werden mit meinem dritten Level, wenn Strahlenschlägerei dann endlich mal auftritt. Wenn das Wörtchen wenn ich wäre, dann mache ich einen Lightwolf her. Na? Ich krieg sogar bald mein viertes. Cheater. Responder Prioritätsalarm. Sieht aus, als wären diese verdammten Wölfe wieder auf der Jagd. Du machst vier Level. In der Zeit, wo ich gerade mal drei Level mache. Als Ort des
klar ist das Cheating. Ich wiederhole, der Aufenthalt. Kannst doch nicht besser sein als ich, das geht doch nicht. Wir müssen diesen Alpha-Wolf. Bin ich einmal etwas besser als du? Er legt die kleineren Rudel, um ihn rauszulocken. Achtet darauf, genug Munition dabei zu haben. Dieser große Alpha macht ganz schön Ärger. Soll ich dir verraten, wie man noch besser wird? Von mir aus. Bisse ich dir nachher ins Ohr. Musst du dir nur merken. Also. Weil es ist Geheimzutat. Oh, lieber EP-Gott. Nee, das nicht. Sag mal, wo seid ihr denn? Da. Ein Gummis Gatling Plasma. Dann essen wir halt ordentlich was. So, in 5 Minuten deine Baucheinschätzung. Was sagt die? Nicht gut. Nicht oder mein Bauch ist kaputt. Weiß ich nicht. Dein Bauchgefühl sagt, ist kaputt. Nee, oder mein Bauchgefühl ist kaputt, habe ich gesagt. Also, oder dein Bauchgefühl ist kaputt. Also ich schätze nein. Also nach der Rotation fehlen jetzt noch 2 Sachen. Das heißt, es könnte kommen, weil das eine, was fehlt, ist Strahlschlägerei. Nach der Aber dafür, hatten wir noch nicht. Ja, genau, das ist die andere Sache, die fehlt. Ansonsten hatten wir alles im Durchlauf. War schon welche doppelt. Von den Ausrufezeichen? Nein. Von den Ausrufezeichen? Von den normalen Events meinte ich. Ja, von den normalen Events ja, aber ich rede ja jetzt, wenn es jetzt wirklich so laufen sollte, wie es laufen soll. Ne? Also soll ja alles einmal auf einem Server kommen. Das heißt, wenn du lange genug auf einem Server ausharrst, dass du dann ja auch denn alle Events mindestens einmal spielen kannst. Von den Ausrufezeichen. Das hat zwar noch nie wirklich geklappt so richtig, also... Das wäre jetzt schon wieder ein Gourmies Plasmik. Plasma? Okay. Plasmik? Plasma? Plastik? Plasma? Plasmik? Plasma. Plasmik. Ich hab noch keine Anpassungsrunde gemacht. Du willst doch nur weiter leveln. Hast du ein Problem damit? Nö. Du bist viel höher als ich mit dem Level, also sei mal Schnute hier. Ach, ich gar nicht. Das ist. Sei das... mal Schnute. Okay. Fang schon wieder an zu heulen. Mein Hund läuft weg. Hier wird gerade in den Po gebissen. Das auch noch. Ach Mensch, das rutscht hier alle drunter. Ich gehe zur verbrannten Horde in den Wald. Komme gleich. Nein! Verbrannten. Wo könnten Verbrannten sein? Wo bist du? Ausblickhütte. Ganz unten, fast bei Aschieb. Aschub. Und? Meinst du, ich liege falsch oder was? Ja. Okay. Dann darf ich dir ja jetzt machen, weil ich ja so falsch liege. Nee. Schon immer noch, ich weiß. So, dann bald fertig, Maus.
Wackel, Dackel, Wackel, Dackel. Wieso ein Wackelpopop? Hm, Wackelpopop. Geschichten am Lagerfeuer. Schön, die habe ich auch vergessen. Die hatte ich jetzt aber auch vergessen. Oh, da ist er lang geflitzt. Ja, ja, schon die ganze Zeit. Ich versuche ihn nicht zu treffen, aber der flitzt so komisch. Der hat mich geboxt und zerkratzt. Und dann lässt du mich noch nicht mal drauf schießen, ja, ja. Ich hab ihn one-hitted. Ich warte auf dich nicht nochmal, dort. Das ist ja schlimm. Ja, ja. Ich hab ihn one-hitted. Ich schieße die ganze Zeit nicht drauf, damit du auch mal drauf schießen kannst und mich lässt du nicht drauf schießen, ja. Ich dachte, hier ist ein Wackelpüppchen. Wo ist ein Wackelpüppchen? Ich höre keins. Hast du nicht Püppchen gesagt? Wackelpüppchen? Nee. Also ich höre keins. Ich gehe jetzt die Geschichten machen. Am Feufeu. Oder auch nicht. Oder doch. Oder doch. Ja, jetzt. Such mich mal. Kommst du mit? Masi ist wieder eine Verbrannte geworden. Wann bist du denn eigentlich mal so verbrannt, dass du Kristallin ansetzt? Gar nicht. Schade. Wieso? Ja, ich hätte gerne Kristalle, so grüne. Die leuchten so schön grün. Sind die nicht gefährlich? Ja, aber die sind ein bisschen giftig. Nicht schlimm. Bin doch sowieso schon laufender Tote, also. Passt das. Brauch mir keine Sorgen machen. Komm her! Setz mich auf Bärchen. Meine schöne Position. Das ist Kacke unterm Schuh. Ich bin doch nicht doof. Kann ich gar nicht sein. Dafür esse ich jetzt Fleisch und Bohnen. Auch noch. Okay. Hallo? Ja. Diese Geschichte hallo? Handelt von mir, einer Pfadfinder-Pionierin. Ich ist Ameise. Und Herz. Und Kakerlake. Und bin alleine. Und Kröte. Alle Betten sind und Weichschale. Mein Herz klopft laut, aber ich weiß, dass ich nach draußen gehen muss, um die anderen zu suchen. Ich will aufstehen, aber die Schatten greifen nach mir. Sie werden mich angreifen. Bitte helft mir, sie abzuwehren. Na, wo kommen die bösen Schatten? Schatten. Ach, da. Irgendwann treffe ich dich. Ich stelle mich meinen Ängsten, werfe die Decke zurück. Mein Bärchen. Und stürme nach draußen. Dort sehe ich weg. Den warmen Schein eines Lagerfeuers. Die anderen Pfadfinder sitzen auf Feuer. Ist gemein zu mir. Ich gehe zu ihnen, will sie warnen. Es ist nicht sicher, so spät noch draußen zu sein. Dort lauert etwas. Ich weiß das, denn es hat meinen Bruder mitgenommen. Er war im Dunkeln draußen geblieben und kam nicht zurück. Aber sie hören nicht auf mich. Ich sitze bei ihnen. Ich passe auf. Wir lachen, trinken und erzählen uns Geheimnisse bis spät in die Nacht hinein. So, du beschützt mich, habe ich gehört. Bin ich denn jetzt auf einmal überladen? Bist du bescheuert? Die Nacht schreitet fort. Und das Feuer brennt. Ist was ausgelaufen? Den Pfadfindern macht die wachsende Dunkelheit nichts aus. Ich versuche, sie vor der Dunkelheit zu warnen. Aber achtet man nicht so stark drauf. Also gehe ich alleine in den Wald, um nach Holz zu suchen. Holz, 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 Holz. Wir brauchen Holz, 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 Holz. Feuchtes Holz. Hatte Rums gemacht. Das feuchte Holz war schuld. Ach so. Holz, 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 Holz. Holz, 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 Holz. Oh, hier ist nichts weiter. Mit
Augenblick finde ich genug Holz, um das Feuer wieder anzufachen. Aber als ich mich umdrehe, sehe ich kein Licht, das mir den Weg zum Lager weist. Ich weiß nicht, ob ich zu weit gegangen bin oder das Lagerfeuer ausgegangen ist und die Pfadfinder im Dunkeln sitzen. Puh, entschuldigt, dass ich die Geschichte unterbreche, aber wir haben einen Notfall. Zumindest sagt das mein Pfadfinderleiter Notfallprotokoll. Mein Protokoll meldet einen fehlenden Camper. Ich bin mir ziemlich sicher, richtig gezählt zu haben, aber wir sollten auf Nummer sicher gehen. Ne, das hat gleich eine Erdmarinade, das Fleisch hier. Jetzt, ja, es brennt! Bull haben Feuerfeuer gemacht. Wir haben ein schmutziges Behälterchen. Okay. Dann haben wir hier die Lunch. Haben wir nicht mehr. Mausi hat sich schon. Insektennadeln. Das heißt, das wird gleich wieder dein Lieblings... Kabeltiere, Spinnen, Ameisen und Schnecken. Na, irgendwas fehlt jetzt noch. Mir wird nichts angezeigt. Insektennadel hatten wir, Lunchbox hatten wir. Da war ich auch schon drin, das wird mir halt nicht angezeigt. Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Ja, bei mir hängt der Counter halt. Ich kann jetzt nicht schätzen, wie viel jetzt noch fehlt. Insektenglas hatte ich auch mitgenommen. Insektennadeln hatte ich. Der Haustein, natürlich. Vielen Dank für eure Mühen. Ich habe ein Holoband in dieser herrenlosen Tasche gefunden. Hoffentlich ich hab den Haustein vergessen. Krabbeltiere, Spinnen, Ameisen und Schnecken. In Appalachia könnt ihr euch vor mir nicht verstecken. Heute vervollständige ich meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 9 Hautflügler. Leila hat gesagt, ich soll mich vor ihren Stacheln in Acht nehmen. Aber ich kann das. Dafür habe ich mein Insektenkundeabzeichen. Ich jage Krabbeltierchen von jeder Art. Manche sind lichtscheu, aber alle sind smart. Nächste Welle, bitte. Okay. Ich will ja niemanden verängstigen, aber das ist sehr, sehr schlimm. Ja, das ist sehr, sehr schlimm. Oh mein Gott. Ich will ja niemanden verängstigen. Das hat jetzt so richtig gut gepasst. Ja. So, dann will ich mal auch niemanden verängstigen hier, ne? Habe ich's erwischt? Nee. Nicht alles grob zu, ich wurde erwischt. Ach, da ist der Skorpion. Jetzt hau doch nicht ständig ab, Mensch. Wo ist er denn jetzt? Was macht er denn da hinten? Ach, er hat da den Siedler umgebracht. Kommst du jetzt bitte wieder raus? Danke. Meine Güte. Der arme Siedler. Der kann doch nichts dafür. Oh, jetzt schon. Sternenhimmel. Oh, wie schön. Sternenhimmel. Sternenmausi. Oh. So. Aber... nichtsdestotrotz. Ey, halt stehen bleiben, Mausi! Nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss. Mausi, nicht Zuschauer erschießen.